Ich glaube, das wird nicht ganz reichen. Ich mache das mal. Also nicht die Quelle, sondern davor mache ich mal ganz kurz zu. So. Alter Schwede. 2 gegen 1. 3 gegen 1 sogar, wenn man so will. Und wir haben gewonnen. Da ist wieder Redstone. Wir, also meiner Meinung nach sollten wir wirklich Diamanten jetzt endlich mal finden hier. Ich glaube, da baue ich mich gerade einmal hier so drüber. Bin ich gerade zu faul, so viel Steine zu verschwenden. So, hier auch noch bloß nicht reinfallen. Und jetzt ist hier erstmal zappenduster. Aber das ändert sich ja Gott sei Dank gleich wieder. So, hier erstmal die ganze Kohle mitnehmen. Und ich hoffe wirklich, wirklich, dass wir demnächst endlich mal Diamanten finden, ne? Weil dann können wir uns nämlich auch mal ein Höllenportal machen. Ich glaube, das ist doch wirklich mal eine geborene Abwechslung zu dem Ganzen, was wir bisher machen. So, hier erstmal leuchten. Das, den Rest nehme ich später mit. Ich würde gerne erst gucken, wohin das hier alles führt. Hier ist wieder Gold und wieder genug Redstone. Okay, hier hinten ist aber schon Schluss. Also gut, dann holen wir uns mal das Redstone aus, das übrigens in dem Texture Pack ziemlich geil ausschaut. Also ihr könnt mir gerne nochmal eure Meinung dazu sagen, aber so wie ich das bisher so im Gefühl habe, scheint es euch auch ganz gut zu gefallen. Wie viel Gold haben wir eigentlich schon? Schon wieder 15 Stück und ich habe welche sogar, ich habe was daheim gelassen. Trotzdem würde ich ganz gerne jetzt mal Diamanten finden, das wäre wirklich sehr, sehr schön. So, hier das ganze Redstone natürlich. So, dann ist hier erstmal nichts mehr da. Habe ich hier nicht noch irgendwas gesehen, sag mal? Nee, okay. Dann hier die restliche Kohle. Bloß aufpasst, dass nicht unten drunter irgendwie Lava scheint oder sowas. Weil da hätte ich doch dann keinen Bock drauf. Okay, es scheint aber alles safe zu sein. So, Memo nimmt auch noch auf. Oder kann man das überhaupt Memo nennen? Nemo? Man nennt es auch Nemo. Also, da wo ich aufnehme, ist eigentlich so gestreift. Und es hat eine Freundin. Es hat vor allem eine Freundin. Er hat eine Freundin namens Dory. Boah, ich habe Findet Nemo geliebt, ne? Das war noch Kindheit. War ich noch, bin ich mit meinem Vater damals ins Kino gegangen und es war schon alles voll und wir kamen bis jetzt zu spät. Und da haben sich einfach so Leute auf unser Platz gesetzt, wo wir die Tickets ja schon hatten, ne? Und dann mussten die halt die ganze Vorstellung lang stehen, weil die irgendwie auch Tickets hatten, weil das irgendwie was schiefgelaufen, ich weiß es nicht. Nicht mehr so genau, ist auch schon ewig her. Auf jeden Fall Findet Nemo war wirklich ein richtig schöner Film. Pixar halt. Ich glaube, der ist doch von Pixar, oder? Nicht, dass ich jetzt hier irgendwas Falsches sage. Ist er von Pixar? Nee. Oder? Ich hoffe, ich habe mich gerade nicht blamiert, aber... Oder? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt gar nicht. Beziehungsweise, ich weiß es nicht mehr. Okay, Moment. Hier mache ich auch mal... Ups. Mache ich einmal kurz hier zu. Dass wir uns... Hier ist nämlich die Lava. Scheiße, jetzt ist ein Eisen verbrannt. Dass uns hier das Eisen in aller Ruhe raushauen können, beziehungsweise den Redstone. Redstone werden wir später noch, glaube ich, genügend brauchen. Also ist das auch ganz gut, dass wir jetzt hier genug Redstone finden, ne? So. Und hier das Eisen noch mitnehmen. Zack. Dann passt das einmal hier. Hier will ich natürlich wieder hoch. Da auch den ganzen Redstone mitnehmen. Ich hoffe, ich übersehe nichts. Aber ich würde immer erst gerne alles ableuchten, nicht, dass uns dann irgendwas hochspringt. Aber wir haben jetzt schon wieder... Ich bin voll. Komm, dann schmeißen wir mal das verrottete Fleisch hier weg. Nicht, dass uns hier nämlich irgendwas anspringt und so. Und wir sind wieder total Matsch. Und da oben höre ich schon wieder einen Zombie. Und das Zeichen für eine neue Höhle. Und ich sehe wieder Eisen. Oh. Wow, das ist der Hässliche, das ist der Hässliche. Das ist ein hässlicher Zombie. Alter, ich will ihn nicht mit dem Brot schlagen. Jetzt hier. Ach, der hat Eisen gedroppt. Ich sollte wirklich hochgehen jetzt. Und ich schmeiß den einen Stock hier noch weg. Und bevor ich jetzt hier weitergehe, ohne Scheiß... Guck mal hier, das Redstone, das habe ich auch komplett übersehen. Gehe ich jetzt erstmal kurz zurück. Nehme mir vor allem auch Schilder mit. So weit sind wir noch gar nicht weggegangen. Hier sollte ich mir einen Aufstieg unbedingt runter machen. Hier. Und da, ne? Ja, perfekt. So, und dann gehen wir erstmal wieder zurück in unsere Hütte. Da soll ich mir auch einen Aufstieg machen. So. Damit wir erstmal wieder alles in Sicherheit bringen. Und dann können wir nämlich wieder ganz unbesorgt zurückgehen. Und dann passt es auch schon.
Boah, da hinten ist ja auch noch diese Riesenhöhle, Alter. Also hier kann man eigentlich alles wirklich super miteinander verbinden und das wird dann auch alles so passen, wie ich mir das vorstelle, hoffentlich. Wie wir uns das vorstellen, vor allem. Aber ich muss schon sagen, wir haben schon echt Glück, bis eben auf die Diamanten. Die würde ich echt gern langsam auch mal finden, ne? Hä, wo kommen wir denn hier raus? Ich habe gerade irgendwie gar kein... Ah, genau, das war doch hier mit der Lava. Habe ich Holz dabei? Nö, natürlich nicht, nur noch eins. Da hätte ich gesagt, mache ich mir jetzt hier eine Holzkiste. Genau, hier geht's geradeaus zur Höhle. Sweet Home. Boah, das werden wir alles noch so geil miteinander verbinden. Und hier, das sollte ich irgendwie auch mal schöner machen. Das könnte man aber auch so aus Glas machen, dass es dann wie so mehr oder weniger so ein Autobahndreieck wird. Ich weiß, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber dass so alles auf einer Stelle halt miteinander verbunden ist. So, erstmal genug gefressen jetzt. Fehlt auch noch die Barbecue-Soße. Aber ich hatte gerade schon Nudeln, also so viel Hunger habe ich gerade eh nicht. So, jetzt hier erstmal alles reinbringen. Das Holz, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das. Ich brauche gar nicht so viele Fackeln. Zwei Stacks Fackeln nehme ich mir mal mit. Dann die Pfeile brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Den Eimer, das Redstone brauche ich momentan nicht. Die Erde brauche ich nicht, da habe ich ein Stack hier. Die Kohle brauche ich dann auch nicht, logischerweise, wenn ich zwei Stacks Fackeln habe. Ach komm, einen nehme ich immer noch vorsichtshalber mit. Beziehungsweise die 27, das Brot. Das passt auch. Dann hier ein Stack Stein nehme ich mir mit. Gut, den Eimer nehme ich mir auch mit. Dann hier die Eisenspitzhacken, die Schaufel, die Eisenaxt brauche ich eigentlich nicht. Was ich aber unbedingt brauche, ich brauche unbedingt Holz. Das wäre doch ziemlich wichtig, wenn wir das Holz. Ich glaube, da nehme ich doch mal ganz kurz die Axt hier mit. Gehe mal ganz kurz an die Oberfläche und schlag uns mal ein bisschen Holz kaputt. Dass wir uns vorne auch ein paar Truhen machen können oder falls unterirdisch irgendwas ist. Dass wir einfach was dabei haben. Und ich glaube, da gehe ich jetzt auch gar nicht so weit weg, sondern mache das jetzt einfach mal weg hier. Ich glaube, zwei Bäume sollten da auch reichen. So, einmal den hier und dann nehme ich mir einfach nochmal den kleinen Baum hier. Das hier kommt auch weg. So, dann reicht das auch schon. Dann haben wir nämlich wie viel. Ups, dann haben wir wie viel Holz? Ja, 40, das reicht schon. So, dann können wir direkt wieder in unsere Höhle runtergehen. Das sieht übrigens echt geil aus. Unsere Höhle war da. Oder? Genau, da war der Eingang. Boah, ist das schon lange her, ne? Wo wir das erste Mal runtergestiegen sind. Auch ziemlich krass. So, jetzt. Na, wobei, habe ich da nicht gerade irgendwie was gehört? Na, egal. Gut, die Axt, die nehme ich dann doch mal vorsichtshalber mit. Das haben wir auch dabei. Gut, den einen Erde kann ich jetzt auch mal da lassen. Oh, alter Enderman. Alter, erschreckt mich doch nicht so. Alter, erschreckt das Ding mich. Soll ich versuchen, ihn umzubringen? Komm, wir versuchen es mal. Ich hoffe, der bringt uns nicht wieder um direkt. Ist er jetzt abgehauen oder will er uns jetzt umbringen? Ich glaube, der ist abgehauen. Ohne Scheiß, so die Endermans sind so wirklich der Notch, wollte er damit wirklich mal was einführen, was so ein bisschen Angst macht. Ich habe gerade gedacht, der ist wiedergekommen. Wenn es so ganz dunkel ist, ne? Und ich bin so in der Höhle und ich sehe so einen Enderman. Das ist echt nicht so lustig unbedingt. Da muss ich ehrlich sagen, ich bin sowieso so ein Schisser, dann kriege ich doch ein bisschen Angst vor manchmal. So, scheiße. Ich wollte Ding machen, das mache ich jetzt auch noch schnell. Hier, ihr seht schon, ich muss auch unbedingt Schilder machen, sonst finden wir nie im Leben zurück. Gut, dass ich daran noch gerade irgendwie gedacht habe. Moment. Habt ihr das nicht gerade auch gehört? Komisch. Jetzt hier, da mache ich mir mal ein paar. So, das sollte erstmal reichen und dann war das so? Oder, ach nee, ich glaube, das war hier noch so, ne? Genau. Boah, das reicht ja nie im Leben, was wir da haben. Scheiße, hätte ich das gewusst, hätte ich jetzt nicht so viele Stöcker gemacht. Ich Vollpfosten. Ja gut, ich glaube, dann gehe ich doch nochmal ganz kurz hoch,
Tut mir leid, aber werd noch mal ein bisschen Holzschlange. Aber das ist mir doch ein bisschen zu wenig jetzt, was wir da haben. Die Axt habe ich doch dabei, ne? Ja, die habe ich dabei. Sehr schön. So, hier noch mal ganz kurz ein bisschen was wegschlagen. Ich glaube, komm, da mache ich nicht lang rum. Da können wir zur Not auch noch welche hin... Ups, da können wir zur Not auch noch welche hinpflanzen. Ich muss sowieso mal pflanzen. Wir haben viel zu wenig gepflanzt. Genau hier, die Dinger hier. Die übrigens auch die originale Textur von Minecraft haben. So, das hier alles nochmal mitnehmen und das reicht dann auch schon wieder. Können wir auch schon wieder direkt zurückgehen, hier zurück in unsere Höhle rein. Dann reicht das doch erstmal für Stöcker. Für unsere Schilder dann letztendlich, meine ich natürlich. Klar, erstmal hier kurz. Nein. So. Ich glaube, da werde ich fast alles für verbraten jetzt. So, ich glaube... Ja, guck mal, das reicht. Dann mal hier vielleicht noch einmal. So. Das nehmen wir mit, man weiß ja nie. Hier in die Truhe kommen dann die Setzlinge nochmal rein. Die Schiller nehme ich natürlich mit. Gut, dann können wir jetzt aber wirklich mal losgehen. Und schauen, wo wir letztendlich wieder rauskommen werden. Ich glaube, wenn wir wirklich mal alles erkundet haben, dann werden wir drunter sowas von was Episches hinbauen. Könnte schon ziemlich geil werden alles. So, ich glaube, hier runter war das, ne? Genau. Ich bin übrigens gerade dabei, wieder mehr oder weniger mir Klavier beizubringen. Ich habe früher relativ gut sogar Klavier gespielt, jetzt ohne angeben zu wollen. Aber habe das dann gelassen und jeder damals so, hey, du bereust es und so. Und ich so, Quatsch. Weil ich ja noch relativ klein ist, habe ich mir angefangen, wieder ein paar Samen beizubringen. Harry Potter kann ich jetzt, Forrest Gump. Und Combatinium Erdre ist schon ziemlich schwerer Brocken, dafür, dass ich jetzt lange nicht mehr gespielt habe. Aber komme ich auch immer besser rein. Also ich bin mal gespannt, wo sich das noch landen wird. Und da könnte man direkt eine Frage an euch stellen. Spielt ihr selber ein Instrument? Wenn ja, welches? Oder seid ihr dagegen? Mögt ihr das gar nicht so? Habt ihr keine Zeit, keinen Bock? Einfach alles runter in die Kommentare. Interessiert mich doch sehr mal wieder. Okay, hier ging das runter. Und ich höre irgendwo ein Skelett schon. Ich sollte mal vielleicht hier oben gucken, ne? Nicht, dass da irgendwas von hier oben runter gesprungen kommt. Alter, bin ich gerade erschrocken. Ich sehe das Ding nicht. Hä, wo ist er denn? Hä? Ach, der kam von unten. Alter Kollege, dich habe ich ja nicht gesehen jetzt hier. Na, jetzt aber... Will das Ding mich gerade verarschen? Jetzt... Farek. Du elendiges Mistvieh, ey. Alter Schwede, hat uns gerade ganz schön... Schaden gehauen. Aber gut, dass wir genug zu futtern dabei haben. So, und hier oben war ich jetzt nämlich gerade noch gar nicht. Finden wir irgendwas Besonderes? Oder wird das hier nur eine Sackgasse? Aber es sieht so aus, ja, es ist eine Sackgasse. Bedeutet nur schnell vorne die Kohle wieder mal mitnehmen. Und dann kann ich hier oben direkt auch zumachen. Und wenn wir dann hier fertig sind in der Höhle, dann bauen wir wieder in unserer Hütte weiter. Und wenn unsere Hütte fertig ist, dann... ach Quatsch, wir wollten ja vielleicht auch in den Nether gehen, ne? Gut, das werden wir vielleicht auch wahrscheinlich sogar noch machen. Dann wird's aber... Da unten ist ein Zombie, ich sehe dich. Dann wird es wahrscheinlich so sein, dass wir, also zumindest wenn ihr das so wollt, ihr könnt natürlich auch immer, wenn ihr da keinen Bock drauf habt, das drunter schreiben. Dann können wir das auch natürlich anders machen, aber dass wir dann unsere Hütte mal so richtig mega... Moment. So richtig mega... unsere Höhle halt mega fett in Stimmung bringen, ja, so irgendwie. Jetzt hier mache ich mal ganz kurz zu. Hier nehme ich natürlich noch die restliche Kohle mit.